Also, Es war vorgeschrieben. klingt jetzt wieder rassistisch, ja, aber. Ein schönes Haben wir Wort. Ausschlag. Absoluter Wahnsinn. Es ist also ein schöner Tag. Ein wunderschöner Tag. Es ist ein Mittwoch, wenn ihr das jetzt hört und Abo-Box-Camper seid oder Glockensquad oder was man da so sagt, Nosterafikis oder wie nennst du deine Fanboys and Girls? Schwachköpfe. Okay. Wenn ihr solche Schwachköpfe seid, dann ist heute Mittwoch. Da kann man schon teasern. Wow, nächsten Sonntag gibt es einen Brennpunkt, der hat sich gesalzen. Eventuell rufen wir bei einem Kritiker an. Oh ja, unser erster richtiger Kritiker. Ja, der uns harsch kritisiert hat. Per Mail. Wir fordern ja immer auf dazu, uns zu hassen, ja, uns Hassmails zu schicken, ja. Aber bisher kam nur ihr Geld. Seid so toll. Genau, Geld das und ist Lob. So romantisch. Und vorhin kam unser Chef quasi hier ins Studio und meinte, wir haben eine Kritik bekommen, die er uns weitergeschickt hat. Und die hat sich echt gewaschen. Also, liebe Leute, am Sonntag Brennpunkt Internet die reguläre Ausgabe verfolgen, denn heute ist der Brennpunkt Hörerwunsch. Dialog mit dem Hater. Brennpunkt Hörerwunsch, sehr gut. Ich wäre fast zu spät gekommen. Ja, beinahe. Fast eine halbe Stunde, ja. Es ist jetzt halb, ich wollte um hier sein. Aber ich hatte es tatsächlich nicht auf dem Schirm. Du hast mich vorher noch gefragt irgendwie. 37 hast du mir geschrieben. Ich habe es halt gar nicht gesehen, weil ich nicht am genau, Handy war. Genau, noch eine halbe Stunde vorher. Das ist die Rache dafür, dass du letztes Mal zu spät kamst? Nein, ja, ist es komm, nicht. Das war aber die Rache für die andere 1000 Mal, die du zu spät gekommen bist. Ja, oh Mann, weißt du, was der Unterschied ist? Ich gucke halt in meinen digitalen Terminkalender wahrscheinlich seltener rein als du. Ich schreibe mir das zwar alles auf. Ich habe keinen digitalen, ich habe nur naja, einen. Eben, du hast ja deinen analogen, aber da schaust du wahrscheinlich jeden Tag rein. Ja, ja. Ja. Aber das hat alles nichts damit zu tun. Wir haben nämlich wirklich ein Tohuwabohu in der Wohnung, das ist der Hammer. Wir hatten ja eine Zusage von der Wohnung. Da kannst du das mal ganz. Wir kommen übrigens gleich zum Brennpunkt Hörerwunsch. Vielen Dank erstmal an Dennis an dieser Stelle fürs Kaufen des Themas Schicksal Vorhersehung. Ich lese auch gleich noch vor, was er genau damit alles meint. Aber dieser Disclaimer muss sein. Denn wir haben Tohuwabohu. Wir hatten eine Zusage, ja. Wir haben dieser Person zugesagt und sie uns. Mhm. Und dann hat sie jetzt doch eine andere Wohnung gefunden. Ist schon ein Bastard-Move, oder? Ist das die tolle, die du haben wolltest? Nein, nicht. Also Herodes war ja da ganz groß begeistert. Mhm. Die ganz tolle, die zieht jetzt bei uns ein, ach, von der ich so begeistert alles war. Fügt sich, ja. Alles Schicksal, fügt sich. Schicksal. Die ist gestern bei uns eingezogen, allerdings als vierte Partei, weil ja eigentlich noch 2 Wochen jetzt die Wohnung besetzt war. Ah, so. Ja. Das heißt, sie schläft gerade auf dem Dachboden. Aber heute hat sich dann ergeben, dass doch der Umzug ist. Das heißt, jetzt gerade war Umzug, bei dem ich dann noch mitgeholfen habe. Und das ist halt alles so ein bisschen viel gewesen für mich, um dann auch noch zu merken, oh scheiße, ich treffe mich ja noch mit Tino. Das ist wichtiger als ich. Alles gut. Ja. Alles gut. Nee, es war jetzt echt, ey, das war so viel. Und dann gestern, vorgestern, 2 Tage Mac. Und dann musste ich das Video schneiden. Das war so viel. Ja, das wollte ich nur Aufwand, kurz. Aufwand, Aufwand. Ich wollte mich nur kurz rechtfertigen. Also, Dennis, vielen Dank fürs Kaufen dieses Brennpunkt-Hörerwunsches. Ich lese einfach mal vor, was ja, er geschrieben hat. Ja, tu es bitte. Er wünscht sich einen Brennpunkt-Hörerwunsch zum Thema Schicksal-Vorhersehung. Ein Denkansatz. Wie wäre mein Leben ab diesem Punkt verlaufen, wenn ich diese eine Entscheidung anders getroffen hätte? Wie klein und unscheinbar manchmal Entscheidungen sind und welche Änderungen und Konsequenzen einige Zeit später daraus entstehen? Kann man wirklich alles beeinflussen oder ist da teilweise doch was vorherbestimmt und so weiter? Werdet schon eine Stunde damit vollbekommen. Ich bezahle euch ja immerhin dafür. Recht hat Danke. Er. Recht hat sehr, er. Sehr gut. Ja, das Erste, was mir natürlich in den Kopf kommt, ist der Butterfly-Effekt. Ja, kennst du? Genau, der kleinste Flügelschlag einer kleinen Schmetterlings-Baby-Attrappe sorgt für einen großen Wirbelsturm. Ja. Hast du auch den Film gesehen? Vermutlich nein, nicht. Nein. Du mit deinem Theatermedium immer, ich ne? Ich guck nur Theaterfilme. Ja. Butterfly-Effekt, der ist eigentlich gar nicht so gut, aber man kann ihn trotzdem eigentlich gut schauen. Also, es ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Kennst du? Also, wenn man weiß, dass was scheiße ist, aber man kann es trotzdem genießen, so ein bisschen. Wie The Walking Dead. Das ist wie in deiner Gegenwart zu sein, zum Beispiel. Ach so, ja, genau. Das ist wie ein Unfall. Also, Fear The Walking Dead, diesen Ableger, den ich hier oft beschimpft habe, das ist eigentlich schon nicht mehr Guilty Pleasure, weil ich habe ja nicht wirklich Spaß dabei. Ich habe eher Spaß daran, mir hinterher durchzulesen, wie die Leute diese Sendung alle dissen. Das ist nur Guilty Nut Pleasure. Ja, genau. Stimmt. So ja, sad. Der Butterfly-Effekt. Wir hatten das ja auch schon mal an 1, 2 Stellen, dass ich gesagt habe, hätte ich damals nicht dieses kleine Verbrechen begangen und diese Ninja-Robe geklaut, würde ich heute nicht hier sitzen, definitiv. Mhm. Also vermutlich hätte ich doch irgendwas mit Film vielleicht gemacht, weil ich da Bock drauf habe, aber
Das ist wirklich alles entstanden, weil ich damals ein kleiner Dieb war. Genau, es sind die kleinen Dinge tatsächlich. Es ist wirklich nur ein kleines Ding, ja. Also so ein Kostüm zu klauen, ja. Einsteigen in so ein Gebäude, was halbwegs öffentlich ist, muss man dazu sagen. Es ist wirklich nur ein winziges Ding. Es war ein winziger Flügelschlag. Überhaupt nicht strafrechtlich relevant. Der jetzt zu einem riesigen Nosferatu-Wirbelwind geworden ist mit Podcast, ja, einem erfolgreichen Radio-Podcast. Der so erfolgreich, hoffentlich bald dass nicht die Kritik laut ist. Ja, sehr witzig. Ich will es am liebsten eigentlich anteasern, aber nee. Nee, zu mir nicht. Nee. Hört rein, liebe Leute. Hört in den nächsten richtigen Brennpunkt. Brennpunkt. Wir haben bald 40. übrigens. Da müssen richtig. Entweder ein Gast oder wir machen einen Brennpunk auf der Straße, aber dieses hässliche Wetter da draußen fuckt mich gerade zu hässlich ab. Nee. Also heute geht's, aber es ist trotzdem schweinekalt. Wenn die draußen da rumsitzen und rumlungern, ich weiß nicht, das mache ich seit vielen Jahren nicht mehr, seit ich eine Wohnung habe. Ja, wir müssen, wenn ihr Vorschläge habt, liebe Leute, für die 40. Ausgabe, schickt uns gerne MCM Vorschläge. Einladen. Sag's dir. Pass mal auf. Das ist auch so eine Vorhersehungssache. Dann wirken wir sehr eloquent im Vergleich zu ihm. Das stimmt. Dann ruft hier der Kollege Kritiker an und sagt, ey, die haben sich aber gut gemacht im Vergleich zu dem anderen. Die haben sich gebessert. Nein, MCM ist ja ein netter Typ, aber ich sag mal, das wäre auch so ein Vorhersehungs-Butterfly-Ding, weil MCM habe ich auch vor 10 Jahren oder so kennengelernt. Mhm. Und alles kulminiert darin, dass er in der 40. Ausgabe des Brennpunkt ist. Ja, auch wieder so ein Flügelschlag. Ja. Ja, so ein kleines Ding. Ich habe ihn, glaube ich, kennengelernt. Das war im Busdepot damals zu seinem Geburtstag, den er hatte irgendwie. Oh, ja. Da war ich irgendwie eingeladen, warum auch immer. Und ich kam da mit ein paar Freunden, durfte auch in diesen, da gab es so einen VIP-Bereich, ja, wo nicht alle rein durften. Und dann wurde ich irgendwie unliebsam rausgeworfen von irgendeinem Idioten, der sich wichtig gefühlt hat, der mich halt nicht kannte irgendwie. Aber MCM meinte, nö, da ist gül. Das ist so mal drin, spricht er überhaupt nicht. Ja, so, schlimmer, der schlimmer. Nicht und hat eigentlich gar nicht auch so einen Ostdeutschen, aber... Na klar, ja übelst, egal. Na klar. Hast du mal eine Kippe? Hast du mal eine Kippe, na klar. Ja, das aber ist komisch. Aber der kann schon echt lieber sein. Ja, er ist auch liebenswert, aber ich habe auch Sachen von ihm schon gelesen und gesehen und gehört. Ich bin ihm gegenüber sehr kritisch. Ich bin ein MCM-Kritiker. Okay. Das kann er auch gerne hören. So wie der Kollege, der uns eine Mail geschickt hat. Richtig. Moderat kritisch, sag ich mal. Moderat. Ja. Ja, die kleinen Dinge. Also bei dir war es also dieses Stehlen einer Robe. Das ist mir nur als erstes jetzt wieder eingefallen. Aber es gibt natürlich tausende solcher Sachen. Also ich weiß ja nicht, das ist ja in der Schule ein relativ großes Thema. Determinismus. Wie stehst denn du dazu? Das uns sagt im Endeffekt, also für Leute, die jetzt da gar keine Ahnung zu haben, bin jetzt auch nicht super bewandert im Thema, aber im Grunde ist alles, was du tust, mehr oder weniger vorherbestimmt. Und eigentlich, wenn man auf einer wirklich sachlichen Ebene da diskutiert, könnte man sagen, du kannst dagegen gar nicht argumentieren. Richtig, weil alles, das was kannst du tust, nicht prüfen. Ist ja in deinem Inneren irgendwie, also es kommt ja von dir. Und es kommt von dir, weil du so bist, wie du bist. So. Und weil du es auch nicht überprüfen kannst. Da ist dann die Frage, hast du wirklich die Möglichkeit, dich frei zu entscheiden? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Mac gehe, jetzt nur als Beispiel, und sage, oh nee, heute fühle ich mich nicht so gut, ich bleib liegen. Mhm. Hatte ich dann wirklich die absolut freie Entscheidung zu sagen, ich gehe hin oder nicht? Oder ist in meiner Genetik oder in meiner Entwicklung das alles dahin gelaufen, dass ich an diesem Tag halt sage, ich gehe da nicht hin, weil ich zu faul bin oder was weiß ich. Ich war übrigens da. Und eigentlich kannst du dagegen gar nicht argumentieren. Nein, du kannst halt nicht überprüfen, weißt halt nicht, was denn passiert wäre, wenn du es nicht gemacht hättest. Und du weißt auch nicht, hast ja keine Einsicht in das Skript deines Lebens oder in das Drehbuch deines Lebens. Das kannst du nicht überprüfen, das ist eigentlich eine Sache. Die kann man nicht prüfen und es ist, für mich war es immer schon Zeitverschwendung, über solche Dinge nachzudenken, weil man das nicht prüfen kann und weil das einfach nur Gedankenspiele sind. Aber da kommt man ja ganz schnell in gefährliche Gefilde, wenn man dann zum Beispiel sagt, du kannst nichts für deine Entscheidung. Was ist dann mit den Leuten, die, weißt du, auf einer Mauer stehen oder auf Leute schießen oder in Hongkong Leute zusammenklatschen oder Juden zu Lampenschirmen umwandeln? Da kann man dann sagen, der hatte gar keine Wahl. Das war Gottes Plan oder von wem auch immer. Das war halt in seiner Genetik vorgegeben oder in seiner Sozialisation. Der kann nichts dafür. Dann war auch die Strafe, die er bekommt, vorgesehen dafür.
Auch, auch für den Neonazi, ja, der einen aufs Maul bekommt, hat auch, ist auch Vorsicht, dass er du schaffst es jedes Mal. Nein, aber dieses Nazi-Klatschen hier. Nein, ich habe aber die Toten Hosen mir angehört, ohne dich. Und? Also, oh, ohne mich hast du es dir angehört. Nein, den Song, ne? Ja. Hast dich ja letzten Brennpunkt drüber beschwert. Ist schon ziemlich bad so. Danke. Ich glaube, die Leute hassen es auch, weil er nicht den, was ist das? Es ist ja nicht wirklich die Melodie, es ist auch nicht der Rhythmus, sondern die Art, wie er singt. Er hat halt andere Pausen und so. Was ist das eigentlich? Es ist eine Interpretation halt. Ja. Er will es halt covern, anders machen, aber es war halt scheiße, wie er es gemacht hat. Und naja, du merkst, dass er nicht singen kann. Er kann es nicht. Ich meine es so, dass du, wenn du den Originalsong kennst, kannst du diesen nicht mitsingen, weil er es halt anders singt. Richtig. Ja, aber ja, es ist natürlich trotzdem gleiche Melodie und Rhythmus. Ich bin kein Musiker, ich habe keine Ahnung. Das ist typisch für Coverversionen. Ja, aber ich glaube, dass das viele Leute scheiße fanden. Wenn er es genauso gemacht hätte wie das Original, dass die Leute hätten mitsingen können und so, quasi. Am Ende ist es dann wieder so ein typisches Tote-Hose-Lied, so Stadion-Kröl-Ding. Mhm. Ne? Das sind die letzten 30 Sekunden, aber sonst ist das echt nichts Besonderes. Ja, aber es gibt ja auch Songs. Ich auch nicht. Es gibt ja auch Songs, die gecovert worden sind, auch auf diese Art, dass die anders klingen und andere Rhythmen haben, die trotzdem geil sind, obwohl man das Original kennt und eigentlich auch gut fand. Ich finde trotzdem, dass der Hosensong scheiße ist und dass sie die Finger davon lassen sollten. Ich fand ihre Rock Me Amadeus-Version ziemlich cool oder auch die Schrei nach Liebe-Version, die sie gemacht haben. So, und da ist jetzt die Frage, was ist in dem Leben vom Campino falsch gegangen? Ja, welcher Schmetterlingsflügel hat dafür gesorgt, dass er jetzt diese Schandtat da veröffentlicht hat? Ja, er ist einfach dumm. Dumm. Er ist einfach komisch. Ja, auch diese ganze Band-Aid-Geschichte, das war alles so cringy irgendwie. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Also Toten Hosen, ich hate die nicht, ich habe einfach nur fast keine Ahnung von denen. Ich kenne nicht so viele Songs. Nein, ich hate sie auch nicht. Ich finde einzelne Songs schon ganz gut. So die älteren Sachen, das Album Kauf mich, fand ich ganz gut von denen. So mit Sascha zum Beispiel. Sascha, der ist arbeitslos. Das ist ein guter Song irgendwie. Mhm. Und auch Hier kommt Alex und so. Aber was sie nach 2000 gemacht haben, das nervt mich tierisch. Was ist das für, worum geht es in diesem Song? Hier kommt Alex. Ich habe den 2-3 Mal gehört, ich habe das nicht gerafft, um was es da geht. Weißt du das? Es geht. Morgen auf für seine Horror. Kennst du nicht Clockwork Orange? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie gesehen. Da geht es um Alex und die Turks, die halt willkürlich Leute zusammenschlagen auf der Straße und Straftaten begehen. Sie haben eine Straftat begangen. Und da geht es eben um Alex, eine Horrorshow. Okay. Ja, gut. Darum geht es. Auch ein schönes Theaterstück hier in Weimar übrigens. Ja, ja, kann ich sehr empfehlen. Clockwork Orange. Auch von Hasko Weber inszeniert. Großartig. Ja, also. Das ist halt, soweit ich weiß, ein Stanley Kubrick-Film. Also so ein Film wie Shining und 2001 Space Odyssey und so. Und das sind alles so Filme. Ich habe halt Shining gelesen, fand es echt gut, habe dann den Film gesehen. Das war einfach so fucking slow. Der hat halt so eine Art, Filme zu machen. Ich komme da nicht mit, ey. Das ist mir einfach zu, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist halt, es ist einfach viel zu slow. Egal. Kein Hate gegen Stanley, ist mein Homeboy. Ihr könnt die Filme gerne trotzdem gut finden. Und ich weiß, dass Clockwork Orange ist auf der Liste. Man sollte den mal gesehen haben, bla bla bla. Nicht Theaterstück. Ich rede von Filmen. Das Theaterstück ist bestimmt auch ganz toll. Ja, das ist eine Rammstein-Show tatsächlich. Das ist wie ein Rammstein-Konzert aufgebaut. Das ist so eine Band quasi. Also die Schauspieler, die spielen auch die Musik und singen dazu. Und bauen um die Rammstein-Songs diese Geschichte halt auf. Oder umgekehrt auf der Geschichte, da bauen die immer wieder Rammstein-Songs ein. Und die spielen die Songs, also singen zumindest die Songs besser als Till, muss man sagen. Der Hauptdarsteller, der Alex spielt, Nahuel Häflinger, der singt einfach großartig. Und ich kann jedem mal empfehlen, Weimar DNT Clockwork Orange. Ganz kurz nebenbei. Und ist das alles in seiner Genetik enthalten, dass sein ganzes Leben darauf hinausläuft, diesen Song zu covern? Ist er determiniert und kann nicht raus aus seiner Haut? Ich weiß es nicht. Der arme Hitler konnte nicht raus aus seiner Haut. Er konnte nicht anders. Hatte Hitler eine Wahl? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Selbst wenn er jetzt keine Wahl hätte, ja. Hm? Trotzdem ist es dann ja auch in der DNA oder im Schicksal, ihn zu hassen und ihn zu verurteilen, die Tat zu verurteilen. Das ändert ja irgendwie nichts. Auch wenn das alles vorbestimmt ist und dass er nichts dafür kann. Dann können wir alle nichts für irgendwas. Dann können wir ja für überhaupt nichts. Also ich glaube, man kommt da auf jeden Fall schnell in gefährliche Gefilde, dass man halt auch so sagt, zum Beispiel jetzt, was Klimakrise oder so angeht, Klimapokalypse, sagt man halt, ja, das wird schon alles, wie es sein soll. Ich muss ja nichts tun. So. Das aber man kann auch wieder sagen, dann ist das halt in meiner Genetik vorprogrammiert, dass ich sage, ich muss nichts tun. Das ist halt, es ist schon. So sehen das ja auch die Zeugen Jehovas, die machen ja auch nichts. Also sie engagieren sich nicht politisch und gehen nicht wählen, machen gar nichts in der Richtung, sondern sagen, dass Gott eh alles
bestimmt und dass das alles sich schon richten wird. Und selbst wenn... Nur Gott kann nämlich richten, habe ich gehört. Genau, und selbst wenn die Welt untergeht, dann ist es halt Gottes Entscheidung. Wir kommen dann alle irgendwie in den Himmel, die Zeugen Jehovas zumindest. Karel, Gott ist tot. Das haben wir im letzten Brennpunkt nicht erwähnt. Ich wollte nämlich groß... War er da schon tot? Ja. Ich wollte nämlich ganz groß die Sendung beginnen mit: Leute, Gott ist tot. Ja, der Gag, der wurde ja auch millionenfach gebracht, ja, auf Facebook und Twitter. Deswegen. Und aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben. Doch, er war ganz, ganz gut. Ja, keine Ahnung, was hat er gemacht? Ich kenne den nur von dem Song, den er mit Bushido zusammen gemacht hat. Ja, Biene Maya hat er gesungen. Echt? Diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Konnte der nicht irgendwie nicht so richtig reden? Ja, der ist doch Tscheche irgendwie. Ja, siehst du, also so ein Akzent. Ekelhaft. Ja, quasi Russe. Heute ist der glücklich trotz Glatze-Tag. Aha, interessant. Und? Sowas wird mir geschickt. Bist du glücklich heute? Ja, aber es hat auch nichts mit deiner Glatze zu tun. Also ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube auch nicht an irgendwelche. Du glaubst nicht an Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube auch nicht an irgendwelche Götter oder an die Matrix. Ich denke, aber du glaubst an Gespenster. Ja, so ein bisschen. Nur manchmal. Was läuft falsch mit dir? Jetzt, in diesem Augenblick nicht. Aber manchmal gibt es so Momente, wo ich mir denke, ach krass. Ich bin so ein Gelegenheits-Aberglauber. Ja, wir hatten ja auch Gläubiger, glaube ich. Das sind die Geld von dir haben wollen. Verdammt. Ach so, ja. Aber Gläubiger. Wir hatten ja auch so einen Kommentar von wegen Schlafparalyse. Ja. Und tatsächlich hatte ich auch Schlafparalysen. Das kann man auch sehr weit ausfächern, dieses Thema. Und ich würde mir wünschen... Tino, das hast du jetzt verwechselt. Wenn man beim Sex zur Seite sich rollt und dann anfängt mit Weinen, das hat nichts mit Schlafparalyse zu tun. Ach so, gut, dann nächstes Thema. Mein Wunsch ist es, dass sich einer von euch mal eine Sendung kauft über Schlafparalyse. Okay, da kann ich richtig viel zu sagen. Da gibt es eine YouTube-Doku, The Nightmare heißt die. Die ist richtig, richtig gut. Da stellen sie quasi diese Schlafparalysen nach. Das ist ja, wenn du nachts aufwachst, dich nicht bewegen kannst und so eine Show, wie so eine Show siehst, irgendwelche Gespenster und Dämonen, die dich da beobachten und dich anfassen. Ich glaube, das brauchst du nicht mal zwangsläufig, dass das creepy ist. Also das reicht auch einfach nur, dass ich aufwache und mich nicht bewegen kann, egal ob ich da was Besonderes sehe. Da gibt es halt verschiedene Stufen. Es gibt einmal dieses nur Aufwachen und sich nicht bewegen können. Danach gibt es aber auch noch das mit diesen Gespenstern. Und das Gruselige ist halt, dass das weltweit in allen Kulturen, die es gibt und auch gab, gibt es die gleichen Aufzeichnungen von denselben Figuren, die gesehen worden sind. Von drei schwarzen Männern und einer hat so einen Hut auf. Und denen sehen ganz viele, egal aus welchem Kulturkreis die kommen. Ja, aber das kann ja einfach damit zusammenhängen, dass der Mensch eine bestimmte Beschaffenheit auf der Netzhaut hat oder so. Who knows? Also, spannendes Thema und jedenfalls auf YouTube The Nightmare, richtig gute Doku und tatsächlich auch sehr realitätsnah. Als Betroffener kann das tatsächlich verifizieren. Okay. Und sonst darüber hinaus hast du nicht aber zumindest mal Events gehabt, wo du dachtest, Alter, das ist gerade so abgespaced, das kann kein Zufall sein oder irgendwie so? Ja, doch, so Kleinigkeit manchmal, so wow, dass wir uns jetzt wieder so treffen in der Stadt, zum Beispiel so irgendwelche Leute, so die man trifft, oder dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering ist, dass man diese Person trifft oder dass das eintritt, da fühlt man sich wie in so einer Soap-Opera irgendwie, wo sie sich auch ständig zufällig begegnen. Und also, ja. Ich sollte vielleicht den Disclaimer sagen, das klingt jetzt so, ich glaube eigentlich auch nicht an Schicksal, aber ich will natürlich versuchen, ein bisschen beide Seiten hier reinzubringen, damit das nicht so einseitig wird. Ja. Aber ich bin schon Verfechter davon, dass diese ganzen übernatürlichen Sachen oder Events irgendwie begründet sein können. Was ich halt super creepy immer finde, aber ich sehe da halt nicht mehr drin, wenn du irgendwas Neues lernst oder eine neue Person triffst oder so und die plötzlich immer wieder siehst. Ja? Mhm. Das hast du bestimmt auch schon mal gehabt. Ganz oft. So. Und es muss ja auch nicht, es kann ja auch sein irgendwie, dass du was Neues erfährst. Ja, es gibt jetzt blaue Handschuhe. Und auf einmal siehst du nur blaue Handschuhe. Ja. Das ist halt relativ leicht damit begründet, dass du dann einfach ein Auge dafür hast, sag ich mal. Aber Leute zu treffen oder zu sehen, das ist, klar hast du dann auch ein Auge für die, aber trotzdem müsst ihr ja an einem Ort gleichzeitig sein. Mhm. Und dann überlegt man sich, okay, war ich vielleicht mit dieser Person an diesem Ort oder habe ich die Person schon 20.000 Mal getroffen, ohne dass ich sie halt kannte. Weil es ist halt echt so oft, dass ich lerne eine neue Person kennen und in den nächsten 3 Tagen sehe ich die halt 4 Mal. So. Ja, weil du halt drauf achtest wahrscheinlich. Natürlich, aber trotzdem musst du ja mit der Person am gleichen Ort sein, um sie zu treffen. Nicht nur auf sie achten. Blaue Handschuhe kannst du ja, was weiß ich, 500 in der Stadt geben. Erinnerst du dich, als wir damals The Table 2 gedreht haben, waren wir doch im Ilmpark und haben doch diese junge Designerin getroffen da und die auf der Bank saß. Die habe ich vorgestern. Sie hat es übrigens nicht ins Video geschafft. Aber vorgestern habe ich die halt getroffen. Die saß zufällig neben mir und meinem Kumpel im Café. Hat sich ins Gespräch eingeflochten, weil es ging gerade um Theater. Ja,
wie immer. Und sie hat dann sich mit uns unterhalten. Ich dachte, die ganze Zeit, ich kenne sie irgendwoher. Da habe ich sie angesprochen. Sag mal, bist du mal angelabert worden von so ganz komischen YouTubern, die dich dann gefilmt haben? Ja, wieso? Sag ich, ja, ich war auch mit dabei. Ach, jetzt, wo du das sagst. Das war auch so ein Riesenzufall. Ja. Und klar kann man auch sagen, Weimar ist eine kleine Stadt, ja, man trifft irgendwie jeden 1000 Mal am Tag so, aber trotzdem war das auch wieder so ein Moment, krass. Ich fand die damals schon sehr sympathisch und jetzt wieder zu treffen und wieder ein Gespräch mit ihr zu führen über ein Thema, was uns beide interessiert, das fand ich auch schon ein bisschen interessant, dass das jetzt passiert. Das spielen auch so höhere Mächte vielleicht mit. Denkt man sich vielleicht. Ja, also man hat das Gefühl, aber wie gesagt, ich versuche dann immer die logische Erklärung zu sehen. Und das Härteste, was ich in die Richtung hatte, ich glaube auch im Podcast hatte ich das so noch nie erwähnt, aber die hat jetzt bestimmt schon mal erzählt, dass ich damals so eine Liebschaft hatte, mit der ich dann gesagt habe, ey, hier, yo, lass mal irgendwie ein bisschen Abstand haben und so. Ja, ja. Und dann bin ich nach Rom geflogen und dann habe ich sie halt in Rom getroffen. Also, what are the fucking odds? So, das ist halt eigentlich unmöglich. Keiner von uns wusste, dass der jeweils andere nach Rom geht. Und dann sitzt du halt auf dieser Treppe, spanische Treppe da. Und ich saß neben Kalle und hab gesagt, Alter, willst du mich verarschen? Das geht halt gar nicht. Noch dazu, also, es klingt jetzt wieder rassistisch, ja, aber da sie halt asiatisch ist, sieht sie halt schon aus wie viele. Ich sehe sie überall. Also klar kenne ich sie mittlerweile sehr gut, ja. Und dann hat man auch, wie gesagt, da einen Blick dafür. Aber es wäre jetzt was anderes gewesen, wäre es eine Person, die stechend rote Haare hat oder so, dass sie wirklich aus der Menge sticht. Aber einfach eine random Asiatin. Und du auch da, wo du null damit rechnest, das ist das Letzte, woran du denkst, dass sie jetzt hier plötzlich langlaufen kann. Und das war crazy. Das hatte ich auch mal. Zum Glück haben wir trotzdem ein gutes Verhältnis, dass das nicht irgendwie super immer awkward noch, war. Ja. Also ja, aber holy shit. Das hatte ich auch mal so eine Art, dass ich einen neuen Facebook-Freund hatte, der auch riesen Falco-Fan war. Wir haben uns in so einer Fangruppe, das ist schon ewig, da war ich noch 16, 17, haben wir uns dann so ein bisschen ausgetauscht. Der kam halt aus Prag und so und haben mega viel geschrieben, jeden Abend fast. Und ich hatte zufällig dann einen Monat später Urlaub gemacht mit meiner damaligen Freundin in Prag. Und habe ihm aber davon nichts erzählt, weil ich dachte, ich muss ihn jetzt nicht treffen. Es geht nur um mich, meine Freundin, denn jetzt. Und in dieser Millionenstadt, ja, wo wirklich Millionen Leute rumlaufen, tippt mich einer von hinten an. War das halt Miro so. Und sagt, bist du Tino? Ich sage, ja. Bist du Miro? Und dann so, krass, Alter, in so einer Millionenstadt trifft man sich dann. Ja. Und dann haben wir uns auch noch ganz nett unterhalten. Das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, wie kann das jetzt passieren? So, gerade erst kennengelernt irgendwie auf Facebook und jetzt treffen wir uns so zufällig. Ja, dann wäre mein Ansatz halt wieder so, hochrechnen. Theoretisch, du kennst halt, was weiß ich, effektiv, wenn wir auch Prominente und so mit reinzählen, kennt man halt easy über 1000 Leute. So. Und eine von diesen Personen irgendwann mal außerhalb der eigenen Stadt zu treffen, ist halt dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ist ja wie dieses Geburtstagsding irgendwie, wenn 20 Leute im gleichen Raum sind, irgendwie, wie war's? Hat auf jeden Fall, haben zwei den gleichen Geburtstag oder irgendwie so. Es ist so eine ganz faszinierende Sache. Oder es sind 30 Leute. Ich schaue es mal eben nach, weil für Leute, die das nicht kennen, ist das immer super faszinierend. Das kenne ich aber auch nicht tatsächlich. Ja, erzähl du kurz was, dann google ich das. Vielleicht hat es ja noch mehr so. Also ich finde solche Begegnungen immer richtig spannend. Ja. Und also wie gesagt, ich versuche dann immer zu überlegen, okay, woran könnte das jetzt liegen, dass das gerade passiert? Es ist super unwahrscheinlich, aber... Ja, ich ziehe manchmal auch meinen Optimismus daraus, weil mir auffällt, dass sich viele Dinge auch von selbst klären. Dass man sich manchmal so krasse Gedanken macht und man vielleicht auch in ganz gefährliche Fahrwässer kommt und man denkt, oh, bald ist alles vorbei und dann aber ergibt sich irgendwas immer. Wo man dann doch denkt, krass, jetzt hat ja, wenn man jetzt gläubig wäre, könnte man behaupten, dass eine schützende Hand über einem gewesen ist. Oder auch dein Schutzengel damals, als du hier zwischen die Autos gekommen bist. So. Das sind doch so Sachen, wo man sich dann auch denkt, Alter, das kann doch jetzt kein Zufall sein. Oder das muss doch jetzt irgendwie einen Sinn gehabt haben, dass ich das überlebt habe. Und wenn ihr diese spannende Geschichte genauer ausgeführt haben wollt, dann hört den letzten Brennpunkt-Hörerwunsch. Stimmt, genau. Dein Zug. Richtig. ich habe dich unterbrochen. Jetzt bist du raus. So ein bisschen. Schutzengel. Man glaubt halt, dass es sich eh alles irgendwie fügen wird. Und auch mit einem Projekt, wo ich ja so ein bisschen, was ich so klein halte, so ein bisschen, war das ja auch so. So ein kleines viertes Reich. Genau, so ein viertes Reich quasi. Willst du noch ein bisschen köcheln? Und ich will es halt nur jetzt mal ganz grob umfahren, dass da eine Person war,
die ich erstmal nicht sympathisch fand. Okay. Und die alle nicht so sympathisch fanden. Und erfahre ich das auf diesem Wege, ja. Genau. Und wir eigentlich schon Lust hatten, alles hinzuschmeißen, aber wir haben es durchgezogen und es wurde zu was ganz, ganz Großartigem irgendwie. Und wenn ich heute zurückblicke auf diesen Augenblick, heute hätte ich darauf keinen Bock mehr. Also ich hätte die Person schon lange aus meinem Leben gestrichen, aber es hat sich halt total gelohnt. Und ich bin mit der Person so gut befreundet inzwischen und wir verstehen uns so großartig, dass ich mir auch dachte, ich musste da jetzt durchgehen, durch diese, so schlimm war es jetzt nicht, aber durch diese Hölle, die kleine Hölle musste ich durchgehen, dass wir etwas Großartiges erschaffen konnten und dass wir jetzt so viel Freude damit haben. Und das sind auch so Dinge, dass man erstmal leiden muss, bis was Großartiges kommt. Das ist manchmal einfach so. Du hast gerade jede Religion zusammengefasst. Ja, man muss auf der Welt erstmal leiden und dann kommt das Paradies. Aber es trifft manchmal zu. Manchmal habe ich echt so Karma-Momente tatsächlich. Ja, von Karma habe ich ja auch schon gesprochen, wenn man irgendwie beim Film ist. Ja. Alles ist frei, die Sicht ist frei, es wird der perfekte Clip quasi. In dem Moment, wo die Kamera angeht, laufen irgendwelche Omas ins Bild und laufen nicht weiter. Genau. Das sind halt auch so Momente, wo ich jedes Mal denke, Alter, das ist doch gerade, das kann doch kein Zufall sein. So. Aber es ist halt einfach, also für mich ist es einfach Zufall. Solche Events stechen halt auch raus. Ich gehe halt auch 100-mal filmen und da passiert das vielleicht 2-mal. Aber du merkst das halt viel härter, wenn es passiert. So, ich gehe nochmal kurz auf dieses Paradoxon ein. Das Geburtstagsparadoxon, manchmal auch als Geburtstagsproblem bezeichnet, ist ein Beispiel dafür, dass bestimmte Wahrscheinlichkeiten und auch Zufälle intuitiv häufig falsch geschätzt werden. Befinden sich in einem Raum mindestens 23 Personen, dann ist die Chance, dass 2 oder mehr dieser Personen am gleichen Tag, ohne Beachtung des Jahrgangs, Geburtstag haben, größer als 50%. Also bei 23 Leuten schon. Und wenn man sich das überlegt, dass man theoretisch 365 Tage oder 366 Tage zur Verfügung hat, ist das schon hart, dass bei 50, also über 50%. Ja, tatsächlich. So. Und das wird hier noch ganz weit ausgeführt. Wer das noch nie gehört hat, kann sich da bestimmt mal reinlesen. Und das ist recht spannend. Und durch sowas lässt sich auch rausfiltern, warum plötzlich hier so eine süße Asiatin vor mir steht. Es ist halt unwahrscheinlich, aber es hätte ja auch, hättest ja auch du sein können. Das hätte mich ja genau, es wäre vielleicht nicht ganz so hart gewesen, weil wir gerade gesagt haben, hey, lass mal Abstand haben für ein paar Momente so. Das hat das noch beschleunigt so, oder nicht beschleunigt, verstärkt. Aber es wäre trotzdem hart gewesen, dich zu treffen. Mhm. So. Oder wen auch immer. Oder Tom Hanks, weißt du, ist ja egal. Oder Obama, ist ja irgendjemand, den ich kenne, da zu treffen, wäre halt strange gekommen. So. Den du kennst, so, kennt ihr dich auch? Ist die Frage. Ja, meine Homies halt, ne? Ich habe gesehen, Obama ist der auf Twitter mit den meisten Followern, hat mich mal interessiert. Insgesamt, ja. Ja. Ich wollte echt mal wissen, ob Mr. Trump mittlerweile ganz oben dabei ist und er ist auf Platz 11 nur. Trump. Ja, obwohl alle eigentlich sehen wollen, was er für Scheiße von sich gibt. Naja, aber du drückst auch deinen Support so ein bisschen aus. Wenn du folgst, ja. Es gibt auch eine Seite, die alle Tweets von ihm abbildet, ohne dass du ihm den Klick gibst, sozusagen. Du kannst ja auch auf... Stimmt, wenn du... einfach einen Account erstellst, der einfach alle Tweets retweetet von Trump und du diesem Account dann folgst. Ja, ist auch richtig, aber dann retweetest du ja, ist auch nicht geil. Also ja, das ist ja auch wieder ein... Ja, Reichweite, ja. Reichweite vielleicht nicht, weil dir folgt ja keiner, aber trotzdem ist halt ein so ein Retweet. Ja, auf Facebook kannst du ja auch abonnieren und oder liken quasi. Ja. Du kannst sehen, also machen viele meiner Freunde, dass sie so AfD-Seiten abonnieren und das sehen wollen, was sie posten, aber sie nicht liken wollen. Okay. Oder auch umgekehrt gibt es ja auch, dass man etwas liked, aber einen diese Person so auf den Sack geht oder diese Organisation, dass man das nicht sehen will. Gibt es auch. Also ein bisschen Genugtuung hat mir, warum habe ich das überhaupt noch erwähnt, hat mir verschafft, dass Kim Kardashian zwar irgendwie auf Platz 7 oder so ist, aber relativ wenig Interaktion bei ihren Posts hat. Das hat mir gut gefallen. Weil das ist aber auch ein Zeichen dafür, dass die Follower nicht echt sein können. Ne? Das könnte auch sein. Oder dass halt die kleinen Kinder oder ich weiß nicht, welche Leute Kim Kardashian folgen, dass sie halt einfach nicht so Bock auf Twitter auf Dauer haben. Es gibt auch so eine Band hier aus dem Weimarer Land. Die haben irgendwie 30.000 Facebook-Fans, aber die Beiträge haben manchmal nur 2-3 Likes. Okay. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist gekauft. Und da habe ich dann mal, da gab es mal von SternTV sogar irgendwie so eine Funktion, da konntest du den Facebook-Link eingeben und dann konntest du halt sehen, wie viele Likes woher kommen. Da waren irgendwie bei der Band 70% oder so aus Indonesien. Okay. Und dachte ich mir, kann doch irgendwie nicht sein. Da habe ich den mal angeschrieben, weil ich den irgendwie entfernt kenne, den Sänger. Und habe ich ihm diesen Screenshot geschickt. Ist das zufällig so eine Kirmesband? Nee, die machen so ganz furchtbaren, möchte gerne Rammstein-Rock. Okay. Und da hat er dann drauf geantwortet,
Nee, die sind nicht gekauft. Wir haben nur viele Fans in Indonesien. Okay. Habe ich gesagt, ja. Nun. Auf Spotify auch nur unter 1000 Streams. Ja, sehr realistisch. Wenn, dann musst du alles kaufen. Ja. Follower, Klicks, Likes, Streams, Kommentare. Sonst macht es keinen Sinn. Wir schweifen ein bisschen vom Hauptthema ab, aber es sind so viele interessante Sachen. Auch das ist Schicksal, Robin. Ja, auch das ist Schicksal. Das ist alles vorprogrammiert, Dennis. Ich hoffe, du kommst damit klar. Wir gehen gleich weiter drauf ein. Aber ich muss noch eine interessante Entdeckung erwähnen, weil es passt auch nicht wirklich in den Hauptbrennpunkt. Ich habe eine Seite gefunden, ich glaube irgendwie mediabias.org oder irgendwie sowas. Sie zeigt halt auf, welche Magazine oder Nachrichtenmagazine in welche Richtung quasi ein bisschen voreingenommen sind. Oder also da werden halt alle Posts so ein bisschen sich angeschaut, analysiert, okay, sind die jetzt eher rechts eingestellt, eher links eingestellt oder eher neutral? Und von den Seiten, denen ich dann öfter mal folge oder Berichte lese, wie so CNN oder Business Insider, so diese internationalen Sachen, die sind alle tatsächlich ein bisschen ins Linke gebiased, also voreingenommen. Hm. Und das Neutralste, was ich gefunden habe von den Sachen, die ich auch öfter lese, ist Reuters. Also wer sich möglichst neutral informieren Reuters? Möchte, ist Reuters. Kenne ich gar nicht. Reuters.org ist es, glaube ich. Und die waren genau in der Mitte bei diesem Ding. Und dann so Sachen wie Breitbart, hast du vielleicht schon mal gehört, die Trump sehr oft zitiert. Ach so, ja. Die waren halt dann fast schon bei extrem rechts. Also das ist sehr interessant, sich mal anzuschauen. Da gibt es auch den Lesomat. Der ist wie der Wahlomat aufgebaut, dass du halt Fragen beantwortest. Danach wird dir halt eine Zeitung oder ein Magazin empfohlen, was du lesen solltest. Choose your own echo chamber. Ja, ist echt witzig, tatsächlich. Da kannst du halt angeben, ich mag viele Bilder, ich mag gern Kommentare, ich mag nicht so Kommentare, ich möchte lieber sachlich berichtet bekommen und so, richtiger Fragebogen, da werden dir dann Magazine empfohlen. Ist ganz lustig. Kann man quasi anhand deiner vorgeschriebenen Genetik oder Persönlichkeit sagen, okay, es ist vorgeschrieben, was für eine Art von Zeitung du gerne liest, oder? Sogar das, alles ist vorbestimmt. Es ist schon faszinierend, aber theoretisch verläuft sich das halt im Nichts. Also wie gesagt, ich glaube, Philosophen geben ja jetzt auch nicht wirklich eindeutige Antworten, die philosophieren halt nur. Ja. Ja. Aber ich habe es jetzt nicht mehr 100%, ja, Descartes, ich zweifle hier und so und diese ganzen Leute, das habe ich nicht mehr 100%. Mein lieber alter Schullehrer, sorry, dass ich das nicht mehr 100% präsent habe, aber theoretisch kannst du meiner Meinung nach sachlich nicht dagegen argumentieren. Weil irgendwo von, da ist übrigens mein USB-Stick, geil. Irgendwo, das Auto da. Ach da, oh. Von irgendwas muss es ja abhängen, warum du eine Entscheidung triffst. Und ist das für dich ein ekliges Gefühl oder ist das eher ein befreiendes Gefühl? Wenn du jetzt so denkst, okay, was weiß ich, ich würde jetzt fragen, hey, wo willst du essen gehen? So. Mhm. Und eigentlich steht für dich die Entscheidung schon fest, ohne dass du es weißt. So, du überlegst dann, Aber ich merke es ja nicht letztendlich. Das ist ja der springende Punkt. Also du würdest dich trotzdem als frei bezeichnen? Ja, schon. Also ich habe schon das Gefühl, die Freiheit zu haben. Ich könnte jetzt jeden Augenblick hier rausstürmen und hier sitzen lassen. Oder halt nicht. Also ja. Ich fühle mich aber schon relativ frei. Ich mache es nicht, weil ich gerne hier bin. Ja. Aber pass mal auf, die Frage ist ja auch, das habe ich mir auch überlegt, und das ist dann spätestens der Punkt, wo es für mich irgendwie eklig wird. Ich könnte jetzt sagen, hey, ich habe richtig Bock auf Döner, lass Döner essen gehen. Und dann sage ich aber, nö. Ich esse jetzt irgendwas, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, nur um zu zeigen, dass ich so frei bin, das zu entscheiden. Aber selbst das kann selbst ja... Selbst das. Richtig. Ja, selbst das habe ich ja entschieden, weil das irgendwie in mir irgendwo reinkodiert ist, dass ich so ticke. Und das meine ich halt. Das ist das, das kannst du nicht prüfen. Du kannst nicht gucken, was wäre alternativ passiert, wäre ich jetzt dahin gelaufen oder so. Ja. Das kannst du nicht vorbestimmen. Das ist auch immer so diese Schuldfrage. Zum Beispiel gab es in meinem Heimatort auch so eine Familiengeschichte, wo sich die eine... Da ist von einer älteren Frau, der Sohn bei einem Autounfall gestorben. Ja. Weil er wohl wegen ihr irgendwo hingefahren ist. Und da hat sie sich auch mega Vorwürfe gemacht. So hätte ich ihn nicht weggeschickt, dann wäre er jetzt noch am Leben. Aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Also ich finde, die Schuldfrage liegt ja nicht bei ihr. Die Schuld wäre bei ihr gewesen, hätte sie seine Bremsen durchtrennt oder so. Aber wenn sie jetzt ihn nur fortschickt, irgendwie um einzukaufen, dann stirbt er halt auf dem Weg, dann ist es aber nicht ihre Schuld. Ja, klar. Das ist dann auch so die Frage, ja, Schicksal, Schuld. Ich glaube auch, nur wenn ich das jetzt mit dem Kostüm da so präsent habe, ich denke mal, fast alles, was man jeden Tag macht, außer jetzt vielleicht schlafen gehen oder selbst das eigentlich ist fast alles so ein Kostümklau-Moment. Mhm. Weil selbst wenn ich heute pünktlich hier gewesen wäre,
Oder hätte es versucht, wäre vielleicht auch überfahren worden oder so. Wissen wir nicht. Das ist ja, wir nicht, also ja. Hierher zu fahren ist ja an sich kein besonderes Event. Mhm. Aber jede Minute kann ja irgendwas anderes mit sich bringen. Genau, jede Entscheidung birgt neue Risiken, aber auch neue Sicherheiten letztendlich. Und ich habe mir, auch weil er in der Fragestellung geschrieben hat, ob es denn Momente gab, wo man auch Sachen bereut hat. Hm. Mir ging es ganz oft mit meiner Studienwahl so. Ich habe mich ja in eine psychologische, pädagogische Richtung habe ich mich ja entschieden, so vom Studiengang her, was ich heute gar nicht mehr so sinnvoll finde, weil ich mich jetzt doch viel mehr in der kreativen Welt sehe, in der kreativen Arbeit. Hm. Und ich muss halt jetzt so ein bisschen zusehen, dass, wenn das mit diesem ganzen Schauspielkram, was ich gerade mache, nicht so funktioniert, brauche ich trotzdem noch ein Aufbaustudium, weil ich mit dem jetzigen Bachelor nichts anfangen kann, weil ich möchte nicht in dem arbeiten, was ich gelernt habe. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich mit diesem Bachelor, den ich habe, einen Master finde, mit dem ich einigermaßen in eine Richtung komme, die sinnvoll ist für mich. Ja. Und ich habe auch das Thema mit meinem aktuellen Gast, der gerade bei mir pennt, auch gestern diskutiert, im Zuge dessen auch, des Podcasts heute, was für Entscheidungen wir bereut haben. Für mich ist der Moment, wo ich mich für dieses Studium entschieden habe, schon ein Moment, den ich bereue, so ein bisschen. Aber dann würde ich als positiv denkender Mensch dann fragen, hey, was hat mir dieses Studium, oder vielleicht hat mich das ja in irgendwas hingebracht, was wiederum gut ist. Genau, das war dann auch der nächste Schritt. Auf der anderen Seite hat mich genau diese Entscheidung zu dem hingeführt, wo ich jetzt bin. Ja. Und ich bin in einer Situation, die mir eigentlich ganz gut gefällt. So, wer weiß, ob wir uns so dann kennengelernt hatten. Oh. Als Beispiel, hätte ich mich jetzt entschieden für Theaterwissenschaften in Rostock oder was weiß ich wo, dann wäre ich ja ganz woanders gelandet. Und so habe ich mich dafür entschieden, in Weimar zu bleiben oder in Thüringen zu bleiben zumindest. Ja. Und so habe ich dann auch noch Musik gemacht, ich habe Politik gemacht, Leute kennengelernt, ich habe Beziehungen zu Menschen geführt. Musik machst du auch, ja? Naja, früher habe ich Musik gemacht, okay. Bisschen. So ein bisschen, ja. Und das sind alles so Dinge, die ich total toll finde und Menschen, die ich nicht missen möchte. Und wer weiß, ob ich dann auch hier ans Theater gekommen wäre. Ich wollte auch nicht damals zum Vorsprechen gehen, zum Beispiel für Frühlingserwachen. Mhm. Da hat meine beste Freundin mich überredet und fast schon gezwungen, weil sie dachte, das wird das beste Erlebnis deines Lebens. Und es war es wirklich, diese Zeit Frühlingserwachen, dieses eine Jahr Probe und die vielen, vielen Aufführungen, die wir hatten, ich glaube 25 bis 30, das war die schönste Zeit meines Lebens so. Und die hätte ich bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wird viel gebumst da beim Theater, ne? Auch. Diesen Leuten. Und, aber da würde ich kurz einhaken, weil deine Freundin hatte ich da, oder deine beste Freundin hatte ich da animiert. Ist das vielleicht hast du sie ja auch so auf so eine zufällige Art irgendwie kennengelernt, weißt du? Das wäre ja dann auch wieder so ein winziger. Richtig, Strick. Kannst du zurückführen, immer wie so ein Rattenschwanz. Hier habe ich über die Partei kennengelernt und wir haben uns auf dem CSD dann mal irgendwie, haben wir uns ausgesprochen, haben uns super verstanden und es waren auch viele kleine Zufälle. Wäre ich nicht zur Partei gekommen, ja, hätte ich mich nicht für Politik interessiert und so. Wäre ich nicht an dem Tag in der Schule gewesen, hätte diesen Martin Sonneborn-Film gesehen, so. Da wäre ich nie darauf gekommen, in die Partei einzutreten. Viele Kleinigkeiten, die mich dazu geführt haben. Ja. Letztendlich. Also ich glaube, für mich ist auch das Hauptproblem bei diesem ganzen Schicksalsding, und er verwendet es ja selber hier auch so, er sagt ja Schicksal-Vorsehung. Mhm. Und gerade dieses Wort Vorsehung, da bin ich halt völlig raus. Weil dann würde es ja wieder in Richtung der Plan von irgendwas oder so gehen. Mhm. Dann eher schon in dieses irgendwie Genetik, die halt dich mehr oder weniger steuert, sage ich mal. Dann ja, dann von mir aus, wenn das bei Schicksal mit drin steckt, aber keine Ahnung. Bei leblosen Gegenständen, die durchs All fliegen oder so, da kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass da irgendwie der Charakter eine Rolle spielt, aber da ist dann halt wieder die Physik, die es vorher bestimmt, sage ich mal. Physikalische Gesetze, genau. Aber ich glaube auch, dass solche Ansichten und so ein Glaube an Schicksal auch viel damit zusammen zu tun hat, aus was vom Elternhaus du kommst. Wenn du jetzt von klein auf getrimmt worden bist, du musst Abitur machen, du musst gute Noten haben, du musst dann das studieren und dann die Firma deines Vaters übernehmen oder deiner Mutter übernehmen, dann hast du eher das Gefühl, dass es vorbestimmt ist, als wenn du jemand, wie es bei mir zum Beispiel war, ich wurde nie in irgendwas gedrängt von meinen Eltern. Ich durfte machen, was ich wollte. Ja. Ich durfte studieren, was ich wollte. Meine Eltern waren völlig free. Und so wurde ich fast erschlagen von einer Freiheit nach dem Abitur, was ich studieren könnte, wo ich hingehen kann, dass ich noch nie das Gefühl hatte, dass irgendwas vorbestimmt ist irgendwie. So war es bei mir zumindest. Da ist ja natürlich die Frage, weil er fragt ja auch explizit, kann man wirklich alles beeinflussen? So, und theoretisch, wenn alles man das nicht, jetzt... Alles nicht, durch die Steuer nicht zum Beispiel. Ja, Steuer und Tod, die sind sicher. Ja, nee, aber so wie wir jetzt eigentlich darüber reden, kann man im Grunde
Also man kann es schon beeinflussen, aber wenn es halt quasi eh schon feststeht, wie du handelst, kannst du es nicht wirklich beeinflussen. Da war auch die Freiheit nur Illusion letztendlich, die man hatte. Dass auch wenn ich nicht gedrängt worden bin oder das Gefühl hatte, und selbst wenn ich einen Schwall an Studiengängen hatte vor mir und ich mich dann entschieden habe aus der großen Freiheit, auch das kann ja vorbestimmt gewesen sein letztendlich. Ich meine, wir sind ja jetzt nun die beste Radio-Podcast-Sendung aller Zeiten. Ja, keine Frage. Ich meine, wenn jemand die Macht hat, einfach den Freiheitsbegriff vielleicht mal neu zu definieren, ja, vielleicht ist Freiheit einfach, oder vielleicht ist er auch schon so definiert, aber wenn man sich selbst, also erstmal so, Freiheit bedeutet ja im Grunde, dass du alles machen kannst, was du willst, ohne äußere Einflüsse. Und vielleicht ist genau das der Knackpunkt. Innere Einflüsse sind halt da, die dich auch eigentlich in den Kanal reinstecken. Ja, deine, in den Gang deine Wünsche ohne Abzweigungen. Und genau, ja. So. Aber das ist halt von innen. Und von daher ist das halt Freiheit, weil es sich einfach nicht anfühlt wie fremdbestimmt sein. Ja, deine Bedürfnisse und deine Triebe steuern dich ja sehr. Ja, vielleicht ist Freiheit einfach nicht, ich kann jetzt an diesem Punkt 500 verschiedene Sachen machen, sondern das, was ich jetzt an diesem Punkt mache, kommt halt allein von mir und nicht von anderen. Ja, und es ist ja auch dann deine Freiheit, auch wenn du von innen bestimmt bist, aber von irgendwo muss ja eine Bestimmung da sein. Du triffst ja die Entscheidung auch für dich. Ja. Das heißt, du bist ja von dir irgendwie abhängig. Und das ist ja auch diese Frage der Philosophie, gibt es denn Geist und Seele oder ist alles nur ein chemischer Prozess letztendlich? Ja. Und da wäre nämlich jetzt für mich die spannende Frage, ja. Es gibt ja über dieses Ding, ach komm, mach mal wieder den Evergreen Holocaust, was auch immer. So, da sagt dann, die Fremdbestimmung sagt hier, töte mal jetzt diesen Juden. Dann ist das ja, dass deine Freiheit als Gefängniswärter wird da gerade eingeschränkt, aber theoretisch könntest du ja es einfach nicht tun und quasi diesen äußeren Einflüssen trotzen. Dann wirst du erschossen. Wahrscheinlich. Ist nicht so schön, aber theoretisch, okay, es war vielleicht ein relativ rabiates Beispiel wieder. Weißt du, was ich meine? Ah ja, wenn da ein äußerer Einfluss ist, ihn quasi zu ignorieren. Das ist ja, was mache ich ja auch eigentlich mein Leben lang schon mit diesem ganzen Peinlichkeit und so. Ich weiß halt, dass da gewisse Grenzen gesetzt sind in der Gesellschaft und die einfach bewusst zu ignorieren. Auch wenn sie nicht jetzt legale Grenzen, okay, die vielleicht auch, aber so, ne, es müssen keine legalen Grenzen sein, sondern einfach sollte man nicht tun Grenzen. So, und wenn man die ignoriert, fühlt sich's für mich schon an, als wäre die Freiheit einfach ein bisschen größer als, ich habe es in meinem Stream gesagt, ich habe eine Superkraft. Dass du gesellschaftlichen Konventionen entgegentreten kannst, was ja viele nicht können. Also ich glaube auch, dass viele einfach sich nicht trauen und diese Freiheit nicht wahrnehmen. Es ist ja einfach nicht, also teilweise ist es nicht real. Bleiben wir bei dem Wärter, da ist es halt eine reale Begrenzung. Wenn der sagt, hier, ich erschieße dich, wenn du das jetzt nicht tust, dann hat der sozusagen nicht wirklich eine angenehme Wahl. Aber wenn jemand sagt, am Tisch sitzen mit einem Ellenbogen auf dem Tisch, das macht man nicht, das gehört sich nicht, dann kann ich halt sagen, was ist denn das für eine dumme Scheiße? Kann man ich sagen, mach das jetzt fick einfach. Dich, genau, ja. Und so gibt es halt tausend kleine Sachen. Oder halt auch mal sagen, okay, hier ist jetzt Betreten verboten, ich gehe da jetzt trotzdem mal rein. Ja. Ist doch schön. Super Kraft. Ja, und ich glaube, der Trick ist es auch, diese Freiheit wahrzunehmen, die man hat. Dass man eben nicht unbedingt nach der Schule eine Ausbildung machen muss und dann muss man einen Partner finden, Kinder kriegen und so ein Haus bauen. Das sind alles nur Vorgaben der Gesellschaft, aber und es sind auch Vorgaben der Familie vielleicht, was erwartet wird, aber man muss diese Freiheit, die man hat, wahrnehmen und sagen, ich muss das gar nicht machen. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt für ein, zwei Jahre einfach nach Australien oder ich werde YouTuber, ich werde Schauspieler, ich weiß nicht, ich mache was anderes aus meinem Leben. Ich heirate nicht, bevor ich 30 bin und ich muss nicht in 7 Semestern Regelstudienzeit fertig werden. Ich kann mir auch die Freiheit nehmen, zu sagen, ich mache halt 12 Semester, so wie ich das gemacht habe. Ja. Und das ist auch eine Freiheit, die man wahrnehmen kann. Ja, also ich finde es immer schön, also Freiheit ist ja auch bis zu einem gewissen Grad einfach Illusion. Zum Beispiel habe ich ja in dem Sinne die Freiheit, da ich gerade keinen festen Job habe, bei dem ich 9-to-5 arbeiten muss, kann ich ja quasi in Anführungsstrichen machen, was ich will. Aber trotzdem muss ich ja etwas machen, um irgendwie, was weiß ich, relevant, unterhaltsam, was auch immer zu bleiben. Ja, oder halt in den Köpfen der Leute. Du musst deine Spender glücklich stellen irgendwie. So ungefähr, ja.
oder halt Twitch-Stream, selbst da, wenn, also wenn es mir nicht gut geht, dann muss er aber auch Verständnis sein, wenn es mir nicht gut geht, dann fällt der halt mal aus. nee, aber im Grunde habe ich nicht wirklich die Freiheit zu tun, was ich will, aber es fühlt sich halt viel mehr danach an, weil ich halt eben nicht, ja, sie müssen jetzt hier um 9 auf der Arbeit stehen und bis 17 Uhr machen. Eine relative Freiheit, die man hat. Und das ist sehr schön. Dafür möchte ich mich bedanken, unter anderem bei dem guten Dennis, der ja auch ein Patreon-Supporter ist. Vielen Dank, Dennis. Genau, du machst es möglich, dass unser Podcast auch auf Spotify laufen kann und Soundcloud und so weiter. Ja. Das ist die relative Freiheit, die man hat. Dass du sagst, du bist nur dir und deinen Fans und Followern etwas schuldig und abhängig von denen, aber du musst nicht unbedingt zu der Uhrzeit da sein und bis dahin dann Arbeit verrichten, sondern du hast für dich gesagt, okay, ich lebe in einem System, in dem ich Geld brauche, ich muss Miete zahlen, das ich muss Essen bezahlen. Das habe ich mir halt nicht ausgesucht, in dieses System reinzuwachsen. Da hast du keine Freiheit, das musst du tun, aber innerhalb dieses Zauns hast du dir eine große Freiheit geschaffen, weil andere lassen sich in ein einfaches System reinfallen und sagen, sie machen einen 9-to-5-Job und haben ganz safe immer den gleichen Betrag auf ihrem Konto und du lebst so ein gewisses Risiko. Und bei mir ist es ja ähnlich, dass ich nie weiß, wie viel Geld ich verdienen werde im nächsten Monat. Das ist diese Nadel zwischen Freiheit und Sicherheit, die man hat. Ja. Du kannst sehr, sehr sicher sein, hast aber keine Freiheit. Oder du kannst sehr, sehr frei sein, aber du musst halt dich immer kümmern darum, dass du deine Miete zahlen kannst. Da könnte man natürlich argumentieren, dass das dann gar nicht so frei ist, wenn du halt quasi immer diesen Stress hast. Oder weiß ich nicht. Das ist schon Stress. Das sind nur Grenzen, die sich verschieben. Das ist halt die relative Freiheit, die du hast. Die ich heute hier definiere, die relative Freiheit. Okay, Tino. Wir sind an einer heißen Sache auf der Spur, glaube ich. Ja, es ist auch das Ding. Also, ich glaube auch, das ist übrigens echt veraltet. Also das ist einfach nicht in der Genetik drin, dieses, ich sage immer wieder 9-to-5, aber ist ja ist hier auch nicht so. Das kann nicht irgendwie. Also klar, es ist schon in der Genetik meiner Meinung nach drin, dass der Mensch irgendwie aktiv sein muss und irgendwie, wer rastet, der rostet und so dieses Ding. Aber irgendwie 8 Stunden am Tag am Rechner sitzen und Büroarbeit erledigen, das ist einfach nicht der Mensch. Ich habe jetzt erst vor kurzem nochmal, ich gucke ja immer so gerne Japan-Dokus, wenn ich im Wohnzimmer esse, da ist halt am härtesten das Land, wo die Leute länger auf Arbeit bleiben und dann tatsächlich auch gar nichts machen. Einfach nur, weil halt irgendwie der gesellschaftliche Druck da ist, dass sie halt länger da sein müssen. Nachher müssen sie ja mit den Kollegen noch essen gehen und so. Das gehört alles noch zum Job. Dass sie im Grunde wirklich nur zum Schlafen zu Hause sind. Für die Stechuhr quasi, ja. Und das ist so absurd. Und es wurde jetzt auch schon tausendfach irgendwie in Studien belegt, dass das überhaupt nicht produktiv ist. Dass es viel besser wäre, wenn du halt jeden Tag, was weiß ich, 5 Stunden auf Arbeit bist oder eine 4-Tage-Woche hast. Ja. Und dann wirklich durchballerst, statt irgendwie dieses, okay, ja, ich chill jetzt hier rum. Sondern du hast halt ein Kontingent an Arbeit, das du schaffen musst, machst das an dem Tag und gehst daheim. Das ist das System halt, was uns Sachen hindert. Das ist so festgefahren. Ja, veraltet. Es ist mega veraltet. Das ist ja nicht mehr moderne. Also das ist ja, wie lange gibt es jetzt so? Gar nicht. Das war ja auch früher nicht so. Da hat das ja alles, also wenn du irgendwie Müller warst und so, da gab es ja fast nur so Berufe, die das selbstbrötlerisch gemacht haben. So. Mhm. Also die haben dann ihr eigenes Geschäft wahrscheinlich im Haus und so und haben das dann so gemacht, wie sie wollten. Wahrscheinlich haben die dann auch teilweise sehr viel gearbeitet. Aber dieses, dass du irgendwo hingehst, dort Zahl X jeden Tag bleibst und wieder zurückgehst, das gibt es ja gar nicht so lange. Mhm. Wahrscheinlich erst mit der industriellen Revolution geworden. Ja, so 100, 200 Jahre vielleicht, wo das stattfindet, genau. Und vorher war das alles nicht so reguliert. Ja. Also überhaupt das Ganze. Das ist auch wieder so ein Ding, wo du Mittelpunkt finden musst zwischen dem FDP-Gedanken, dass ja der Markt sich selbst regelt, aber auch dem Sozialstaat und Rechtsstaat, der so ein bisschen gucken muss, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden. Der Markt, das ist so eine unterschätzte Wucht. Der Markt, der regelt alles. Keine der Frage. Regelt auch Klimawandel. Der macht das. Ich denke auch wenn du Krebs hast, geh einfach. Ja. Geh auf den Markt. Bleib zu Hause und sag, ach komm, der Markt macht das. Der regelt das schon, der Markt. Der Markt ist unser Gott. Ja. Doch. Enteignung, Hashtag. Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich überlege die ganze Zeit, ob es noch so wirklich einschneidende Events gab. Also so kleine Sachen, so wirklich winzige. So zum Beispiel jetzt hier mit Mitbewohner hatte ich ja, können wir auch schön die Spange schließen vom Anfang. Mhm. Dass Lilo, die jetzt bei uns gewohnt hat, die ist ja zufällig zu meinem Geburtstag, als wir reingefeiert haben, 2018 auf dem Theaterplatz, ist sie halt da aufgetaucht. Mhm.
hat in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass sie eine WG sucht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir ja keinen Mitbewohner gesucht. Hm. Und dann irgendwie ein, zwei Monate später, als Maggie dann meinte, ey, ich muss ausziehen, ich habe da ein Angebot, saß ich auf dem Pott und dann ist mir eingefallen, warte mal, diese Lilo, die hat doch gesagt, dass die eine WG sucht und wir haben jetzt hier ein Zimmer frei und wir bräuchten jemanden und ich will nicht jetzt hier irgendwie eine Anzeige schalten und irgendwelche Randys reinholen. Hm. Und ja, diese Lilo ist jetzt wiederum mit dem Robert zusammen, weil die den auf meinem Geburtstag kennengelernt hat und dann hat sich das dann, weißt du, dadurch ein bisschen verfestigt und sehr, sehr interessant. Das war jetzt nicht unbedingt was mich, also schon Mitbewohnerin für ein Jahr jetzt gewesen, aber das ist schon. Das ist auch schön zu wissen, was man selber eigentlich verursacht hat. Ich habe auch das ein oder andere Pärchen verursacht. Ich habe das eine oder andere Mord, Totschlag und Traurigkeit verursacht, aber. Das vielleicht ja auch, weißt du es? Vielleicht hast du ja irgendwann auch mal dafür gesorgt, dass jemand stirbt. Das wäre echt interessant ohne es zu wissen. Ne? Dass du irgendwo lang gehst, du fährst über einen Stein drüber mit dem Fahrrad, du kriegst davon überhaupt nichts mit, der Stein stößt irgendwas an, das fällt um und jemand explodiert. Ja, als Beispiel. Das würde ich gerne mal wissen. Wie viele Leute habe ich schon durch Fahrradfahren zum Explodieren gebracht? Ja, genau. Ja, ja, das wäre schon geil. Also wenn, ich hoffe echt, ihr religiösen Leute, ihr habt recht. Es gibt da so einen Mann im Mond und der sagt dann hinterher, kann mir so ein Best-of von meinem Leben dann vorspielen. Wie bei GTA San Andreas, wo du so eine Statistik hattest. Ja, genau. Wie viel geschwommen und wie viel gefahren und so. Die habe ich mal ausgenutzt. Du kannst mich bei, das war nicht San Andreas, damals bei GTA 3 noch habe ich das gemacht. Mhm. Da siehst du in deiner Statistik, wie viel du gelaufen bist während des Spiels. Und da bin ich mal 10 Sekunden lang gerade ausgerannt, stellt sich raus, dass er 100 Meter rennen kann in 10 Sekunden. Das ist ziemlich schnell. Wow. Ja. Also ist nicht ganz realistisch. Nee. Schade. Das ist, glaube ich, irgendwie Weltrekord. Hm. Also ein bisschen besser als Weltrekord. Oh. Ja. Ja, ist ja ein Videospiel halt, ne? Das ist ja ich habe Evil Jared gestern getroffen. Vice City ist übrigens sein Lieblingsspiel. Auf der Mac oder wie? Ja. Ah. Guter Mann. Vice City? Vice City, ja. Sympathisch. Ja, war auch schön. Ich habe dann gesagt, dass ich Vice City über alles feiere und den Soundtrack liebe, aber dass San Andreas noch ein Stück drüber ist und San Andreas fand er gar nicht geil. Deswegen heißt er ja auch Evil Jared, weil er einfach... Ja, stimmt. GTA 4 fand er gut, ich nicht, weil das so düster war. Und er so, genau deswegen, ich feiere das. Ja, ich habe es auch angespielt, das habe mich nicht interessiert tatsächlich. Ich habe es bei einem Kumpel gespielt und oder wir zu zweit mehr oder weniger und das fand ich irgendwie nicht so geil. Nico, ich your cousin, Roman. Ja, auch diese Ausländer. Aber GTA 5 wieder, das war großartig. Ja, das war halt wieder sonnig. Ne? Richtig. Ja, wieder gute Laune, dieses Düstere und ach, der Russe, komm, oder was weiß ich, Kasache, ich weiß gar nicht, wo er herkam. Ja, wobei ich diese mafiösen Strukturen schon auch interessant fand, genauso wie bei San Andreas. Deswegen bist du ja in der Politik. So ist es. Wie bei San Andreas auch diese schwarzen Gangs, ich finde das total interessant eigentlich. So. Ja. Aber bei GTA 4 haben sie diese Geschichte nicht so geil erzählt. Man sieht übrigens hier, wie lange man aufgenommen hat. Ne? Hast du das gewusst? Ja, ja, man oben, sieht das. Wir müssen gar nicht mal auf die Uhr gucken. Ja, wir sehen ist korrekt, aber manchmal mache ich das ja früh schon an und wir reden dann, obwohl wir noch nicht wirklich die Sendung haben. Ja, eine Minute oder so. Ja, wir haben hier, glaube ich, auch nicht sofort angefangen. Ich würde sagen, wir haben noch 9 Minuten jetzt, plus minus. Ja, wir haben so eine Minute vor noch. Das kann sein. Ja, ja, aber es ist ja alles offen hier. Es ist ja Internet. Ist ja Internet letztendlich. Ja, also kann man zusammenfassen, wir finden nicht, dass es Schicksal gibt, aber wir finden schon, dass jeder irgendwie determiniert ist. Determinismus? Soll ich nochmal Determinismus googeln? Ja, mach mal eine klare Definition. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber... Also, ich habe halt echt... Wir haben das alles durchgehabt in der Schule. Ich weiß nichts mehr davon. Also, es gab René Descartes, der hat gesagt, ich zweifle, also bin ich. Mhm. So. Und das bedeutet, dass du, weil du die Gewissheit hast... Fuck, Alter, ich schaufe mir hier gerade mein intellektuelles Grab. Ach, der Zug ist lange abgefahren nach 38 Folgen. Ich glaube auch ursprünglich Determinismus, war das nicht von Schopenhauer sogar? Kann ich dir echt nicht mehr sagen. Mich hat Philosophie nie interessiert. Also ich fand es halt schon interessant, aber es war halt immer so, es gibt halt nie so konkrete Antworten und deswegen ist es so ein bisschen dumm. Ja, das ist bei allen Philosophen so, dass sie auch nur irgendwie versuchen, eine Antwort zu finden, aber keine haben. Der Determinismus, von lateinisch determinare,
festlegen, Grenzen setzen, begrenzen. Ist die Auffassung, dass alle, insbesondere auch zukünftige Ereignisse, durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind. Die Gegenthese, Indeterminismus, vertritt, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die nicht eindeutig durch Vorbedingungen determiniert sind, sondern indeterminiert. Da habe ich auch ist doch der Richtige. Da habe ich dann mal was gelesen. Das ist jetzt wirklich 16. Wissen, 32. Wissen. Dass es irgendwie so ein paar Substanzen gibt, die sich wirklich zufällig, per Definition zufällig irgendwie bewegen oder so, oder Atome oder irgendwas. Dass man, weißt du, dass man da nicht genau sagen kann. Na, es gibt das doch, es gibt das Doppelspaltexperiment. Kennst du das? Nee, also vielleicht, wenn du es erklärst. Das ist so eine, du musst so eine Wand vorstellen. Und vor der Wand ist dann mit Abstand noch eine zweite Wand, ja, wo dann so zwei Schlitze sind. Und dann schießen die so Laser durch. Und wenn der Mensch hinguckt, währenddessen tauchen andere Bilder, also tauchen diese, es ist kein Laser, da werden irgendwelche, was ist denn das, irgendwelche Moleküle, Atome werden da durchgeschossen. Mhm. Und ich kann es im Nachhinein nachweisen. Und wenn Menschen hingeguckt haben bei dem Experiment, waren da andere Muster erkennbar, als wenn sie nicht hingeguckt haben. Okay. Da war der Versuch der Erklärung, dass diese Teilchen sich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Okay. Das ist richtig, richtig seltsam. Da gibt es auch so ein 5-Minuten-Physik-Video, Doppelspaltexperiment, richtig spannend, dass auch im Universum Dinge passieren, die völlig konträr sind zu unseren physikalischen Gesetzen, und dass es Atome, Moleküle gibt, die sich anders verhalten, wenn sie beobachtet werden. Weil wenn sie beobachtet werden, dann müssen sie sich entscheiden, wie sie sich verhalten. Und wenn sie nicht beobachtet werden, dann müssen sie sich nicht entscheiden und können dann willkürlich irgendwie passieren durch diese Schlitze. Alles klar, das klingt strange. Richtig, richtig strange, das aber richtig spannend. Diese drei Gespenster aus deiner Leichenstarre da sein. Zum Beispiel. Von der du erzählt hast. Ja. Ich bin übrigens ein dummer Hurensohn. Es war nämlich natürlich John Locke, ganz klar. Der Schopenhauer hat damit überhaupt nichts zu tun. John Locke macht auch so viel Sinn, weil es gibt einen John Locke bei Lost, die Serie. Und die Serie war von Anfang an determiniert, scheiße zu enden. Weil der Kollege macht immer hier, wie heißt er? Ja, ihr wisst schon wer. Der immer diese Lensflare-Effekte macht. Keine Ahnung. J.J. Abrams. Nico. Wenn ich gerade nicht ganz viel durcheinander bringe. Der macht halt immer so viele geile Mysterien auf und sagt halt selber, er hat keinen Plan, wie er es zu Ende führen soll. Und deswegen ist Lost dann am Ende scheiße geworden. Aber da geht es auch sehr viel um Determinismus. John Locke. Guter Charakter aber. Ja, aber dazu, also ich kenne viele Autoren und Autorinnen, die mir gesagt haben, dass es entscheidend ist, am Anfang zu wissen, wie du enden willst. Hm. Natürlich nicht immer, aber wenn du jetzt gar keinen Plan hast und eine Serie drehst und so viele Mysterien wie in Lost einbringst, ja, dann solltest du dir frühzeitig Gedanken machen, auch mit Alternativen, wie du enden könntest. Weil Lost war ja echt ein richtig Fuckende. Ich habe keine Folge gesehen, aber ich habe mir die Storyline durchgelesen, die auch sehr detailliert war. Ja. Und am Anfang dachte ich echt, boah krass, wird das jetzt hier erklärt und so. Und dann gab es gar keine Erklärung. Spoiler. Es gab keine Erklärung und die Serie war richtig unbefriedigend. Na, meine Empfehlung an dieser Stelle ist, ich glaube, mit Lost kann man es genauso machen wie mit Dexter. Schaut bis zum Ende der 4. Staffel und dann ist es eine richtig gute Serie. Okay. In beiden Fällen. Ab dann, ja. Ja. Es endet relativ offen in beiden Fällen, aber ich finde, es ist trotzdem ein richtig geiles Ende. Na, Krimis werden ja auch ganz oft von hinten nach vorn geschrieben, dass der Täter feststeht und ja, die halt hier nicht so Art und Weise. Das sind, glaube ich, die besten Geschichten. Also kurzer Spoiler, weil Lost ist auch super alt, das wissen entweder alle oder es guckt keiner. Wenn ihr wirklich Lost schauen wollt, nur bis zur 4. Staffel, Ende 4. Staffel, werdet ihr euch richtig freuen. Wie dem auch sei, Spoiler, am Ende wird Lost halt so eine richtig widerliche Parabel, Religion. Am Ende treffen sie sich alle wieder und sind im Himmel und bla. Das ist also ganz, ganz fürchterlich. Oh Gott. Ja. Das will keiner sehen. Ja. Aber das Thema heute, finde ich, hat sich sehr gut angeschlossen an die Folge vom letzten Mal. Deswegen sage ich jetzt am Ende. Tod und so, ja. Wir werden immer spiritueller. Richtig, ich sage jetzt. Also bald schieben wir uns ätherische Öle ins Arschloch. Ich sage jetzt am Ende der Sendung, hört euch zuerst die Folge davor an. Ja. Danach diese Folge, bitte. Und hört bitte Brennpunkt Internet nur bis zur 4. Staffel. Genau. Die ist ja bald. Folge 40 ist ja dann das Ende der 4. Staffel schon, nee, das quasi. Ende der 3. Staffel. Wir haben doch. Ja, aber 1 bis 0 10 bis ist die 10 erste. Ist ja die erste. Genau, dann. Also ist 30 bis 40 die vierte.
Ja. Echt? Oh ja, du hast recht. Ja, Mathe Robin. Das ist, das ist halt, weil man Serien mit 1.1 startet und nicht mit 0, ist egal. Wir hatten auch eine nullte Folge und so und dann noch ein paar irgendwie nicht gemacht, irgendwie am Anfang zumindest. Deswegen, wir haben diesen, es ist auch alles ich kompliziert. Ich verspreche an dieser Stelle, dass wir, anders als Lost und Dexter, nach der vierten Staffel noch besser werden. Ja, es kann nur besser werden. Wir hatten neulich so eine Idee, dass wir professioneller werden. Und Herr Rodes hatte da eine richtig gute. Oh. Vielleicht kann ich das kurz abspielen als kleinen Teaser. Vielleicht, ich glaube, bis zum nächsten Mal wird es noch nicht. Sag mal, ab Staffel 5 quasi, dann können wir das vielleicht mal in Angriff nehmen. Moment, ich spiele das mal ab. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Gedicht geht teils ein bisschen gut auf We Didn't Start a Fire. Ich glaube, ich höre da einen neuen Intro-Song. Lautes Lachen, selbst mit Pisten, China, wär's wohl Knast. Böse Onkels links versifft, Umweltthemen, Greta kifft. Kein Spruch auf Richtigkeit, schau selbst nach zur Sicherheit. Brennpunkt Internet. Ja, wow. So ungefähr. Das war ein gutes Intro. Wobei ich da kein Fan bin von irgendwelchen Sachen, von Serien, die ihre Intros ändern. Ja, aber... Ich mag Serien viel mehr, die das beibehalten. Aber ich finde trotzdem, dass... Ich finde es trotzdem cool irgendwie. Wir könnten ja einfach den Song beibehalten, den wir eh hatten. Und wir legen einfach Herr Rodes Stimme drüber. Brennpunkt Internet. Wenn das, das passt, vom Takt her. Und oder? Dann fängt es an. Nee, einfach, es wird nicht passen. Nee, wird es auch nicht. So, wenn es reinfadet, weißt Doch, ich habe mich jetzt umentschieden, ich finde es gut. Okay. Neues Intro, ich finde es gut. Aber erst wenn dann zur nächsten Staffel. Ja, genau. Wir müssen ja professionell sein. Denke auch. Und dann machen wir auch die Jingles für... Die News und das Feedback. Und der virale Hitler. Der virale Hitler. Das können wir echt alles machen. Können wir alles machen, tatsächlich. Ja. Das wird großartig. Können wir hier mit so einem. Willst du das reinschneiden oder willst du das dann jetzt wie hier einfach mit das einem Soundpad wäre richtig geil. Ein Soundpad, ja. Ja. Naja, gut. Müssen trotzdem langsam zum Ende kommen. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich beim guten Dennis. Ja, vielen Dank. Wundervoll. Grazie. Auch ihr könnt. Uns kaufen. Für eine Stunde reden wir über ein Thema eurer Wahl, über Einbahnstraßen, wir reden über Schlafparalysen, wir reden über Babys vergewaltigen. Zum Beispiel. Ich liebe das. Das ist ein neues Ding von mir. Man kennt das ja, dass man sich zwischen Freunden so hochschaukelt, irgendwie macht einen Gag und dann macht einer einen Gag, der noch ein bisschen drüber ist. So. Mhm. Und ich mag das, wenn es so an den Anfängen ist und dann einfach was viel, viel zu krasses da reinzuwerfen. Ah ja. Ja. Gut. Das ist wie dieser Wein oder dieses Meme, wo dann so ein Schild ist, wo Rapist steht. Ja. Und dann so, there's only one thing that's more worse than a rapist. Dann macht er das nächste Schild auf, wo drüber Child steht. Dann so. Dann so der Typ am Tisch so, a child. Ja, doch. Das ist mein Humor. Gut, liebe Leute. Nur dazu. Wir haben auch bald dann irgendwann das unser Einjähriges, ne? Stimmt. Ich habe aber gemerkt, einjähriges wären ja dann quasi 56 Folgen, 52 Folgen. Aber ich glaube, wir schaffen nicht. Haben wir nicht irgendwie, wird das nicht knapp? Wie viele Wochen sind das noch? Schaffen wir 52 Folgen in einem Jahr? Egal. Wir haben ja, wie gesagt, zwei nicht gemacht oder drei Ausgaben in der ersten oder zweiten Staffel. So viele waren es ja, ich dachte, es war nur eine. Nee, wir hatten, glaube ich, echt zwei oder drei, also mindestens zwei waren es, die wir nicht gemacht haben. Einmal war ich krank, dann warst du mal krank. Ja. Und dann stand ich mal vor deiner Tür, wo du aber irgendwie Sonnenstich hattest oder irgendwas, wo wir noch gedreht hatten vorher. Ja, ja. Wo du nicht aufgemacht hast. Echt? Ja. Entweder haben wir danach geholt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls stimmt es nicht ganz. Also es stimmt schon, aber wir kommen nicht auf die genaue Zahl. Ja. Ist aber auch egal, letztendlich. Wir versuchen mal 50 anzupeilen, das klingt eh viel besser, wenn das Jahr 50 Wochen glatt hätte. Ja. Bei uns ist alles anders. Aber ich freue mich auf jede neue Sendung und ich freue mich auf unser Einjähriges und dann machen wir richtig schöne Specials. Ich freue mich sehr. Ja, dann laden wir mal zur Abwechslung jemand ein, Herr Rodes oder so. Ja. Das hatten wir noch nie. Wir hatten die Maya da, das die stimmt. Biene Maya, wir hatten den Herodes da. Ich finde, zur einjährigen Sendung setzen wir Peter Kleine alleine hier hin. Ja. Der macht die Sendung schon. Nee, der ist ja nicht offen dafür, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Aber für dieses Einjährige braucht man auf jeden Fall einen ganz fetten Burner. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Das ist der virale Hitler. Gut. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Es war großartig. Ich bin gerade so im Modus drin. Wir müssen noch einen aufnehmen. Ich bin gerade so im Modus, aber können wir nicht. Wir haben kein aber Thema. Aber leider hat keiner mehr 20 Euro gespendet. Nein. Voll schade, voll sad. Liebe wir Leute. Wir sind ja Donnerstag wieder hier. Richtig. Hört rein. Bis zum nächsten Mal.
Folgt uns auf Spotify, auf YouTube und so und schickt uns Geld. Das ist Mikrofon.